So Leute, wir sind wieder genau da, wo wir gestorben sind und ich hab's dieses Mal demnach auch frischer in Erinnerung, sag ich mal. Hier drauf sind wir gelandet, als wir runterkamen. Wenn ich mich jetzt mal umschaue. Wie schaue ich mich? Da, okay. Da oben waren wir. Wir kommen jetzt aber nicht mehr da hoch. Das könnte problematisch werden. Aus irgendeinem Grund stirbt sie ja direkt, wenn sie hier drauf landet. Beziehungsweise jetzt gerade darf ich gar nicht so. Nee, ich darf gar nicht nach vorne. Okay. Dann mach das mal so seitlich. Lande einfach mal da drauf. Okay, lande nicht da drauf. Aber halt dich da dran fest. Können wir uns darauf einigen, Lara? Ist das eine Möglichkeit? Okay, auch das geht nicht. Ich bin etwas verwirrt. Möchte ich durchaus so zugeben. Lara, wie wär's? Okay, ja, das sah gerade physikalisch ergab das bestimmt Sinn, wie du da gerade geflogen bist. Es gibt keinen anderen Ausweg, Leute. Wir müssen irgendwie da dran. Ich darf aber nicht in diese Richtung hier springen. Und ich darf auch gar nicht hier in die Richtung gehen. Seht ihr das? Unsichtbare Mauer. Mitten auf dem Teil. Ohne irgendwas, was darauf hinweist. Aber hier darf ich stehen. Hier ist es schon ganz okay. Hier darf ich. Was ist mit diesem Spiel los? Was ist das für ein Spiel? Warum macht ihr das? Warum denn? Oh. Warum denn? Ich versteh's nicht. Warum... Schießt irgendjemand auf mich? Ich meine, die Stacheln darunter können mich jetzt nicht so wirklich töten. Dafür sind die ein bisschen zu klein. Wow. Das war effektiv. Habt ihr direkt ins Leckerli geschossen. So, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Wir auf jeden Fall sollten... Ja, alles, was ich bekommen habe hier unten, ist ja dieses Ich bin starker. Und ein Clip für meine Pistole. Wenn das so weitergeht, auch noch ein Clip für YouTube. Oder ein Video, besser gesagt. Ein vollständiges Video. Das ist, was mir dieser Friedhof hier geben möchte. Ich sag dem Friedhof, nee, hör auf, Friedhof, hör mal zu, so 5 Minuten reichen mir, aber der so, nee, es müssen 15 sein. Und ich so, oh nö. Das da geht auch nicht auf. Wir nehmen es jetzt mal genau und überprüfen wirklich jedes Tor, jede Tür. Praktisch alles, was möglich wäre. Wenn ich jetzt hier vorbeigehe, bin ich hier in so einem Kreuz. Oh. Okay. Auch schön. Aber ich will eigentlich weiter. Die Medipacks helfen mir nicht so viel, wenn ich sie nie benutzen werde. Weil ich einfach nie wieder hier rauskomme. Hier hinter ist nichts. Da kann man vermutlich nicht so weit dahinter. Nee, gar nicht. Ihr seht es, ich gehe hier jeden Pixel ab praktisch. Aber ich sehe einfach nichts. Ich wüsste einfach nicht, was die von mir wollen. Geht nicht auf. Haben wir jetzt tausendmal schon getestet. Hier hinter vielleicht? Nee. Nicht so wirklich. Lara, bist du
Epileptiker oder so? Alter, die Frau ist schnell. Was? Und hier hinter sollte man dann auch noch können? Wisst ihr, wenn ich das hier sehe, denke ich nicht, dass es da weitergeht. Ist vermutlich eine Frage, ein Bug mit der Kollisionsabfrage. Sie wissen nicht wirklich, ob sie mit dieser Wand da zusammengestoßen ist. Oder mit dem Grabstein? Nee, das ist doch vollkommen schwachsinnig. Ist doch ziemlich... Ist es der Winkel? Lass mich das mal... Es ist der Winkel. Es ist definitiv der Winkel. Wie geil ist das denn? Okay, und wenn das stimmt, wenn es wirklich der Winkel ist, dann... Okay, hier funktioniert es nicht. Naja, neuer Move. Funktioniert aber nur an manchen Stellen. Gut, jetzt aber zurück. Was heißt zurück? Ja, wie denn? Jetzt aber das Spiel erfolgreich spielen. Ja, wie denn? Lass mal da hoch. Kurz da hoch gebamst. Gebamst, ja. In der heutigen Zeit wird ja überall nur noch gebamst. Da bamst nicht die Leute hoch, runter, links, rechts. Keiner weiß mehr wohin. Aber Hauptsache, es wird gebamst. Was auch immer das jetzt heißt. Was? Nee, Lara, da solltest du jetzt gerade nicht hin. Lara, kommt in alle Ecken. Du müsstest diese Frau eigentlich als Putzlappen benutzen. Das ist vermutlich auch das, was sie am besten kann. Ich kann Putzlappen. Oh, Lara. Oh. Da darf ich nicht hoch, okay. Ist schon gut, ich nehme das nicht persönlich oder so. Überhaupt nicht. Ich bin ja auch nicht am Rande eines Nervenzusammenbruchs gerade. Wollt nur, dass das Orchester ruhig ist. Oh. Das da? Okay, wenn es das da ist, ich schwöre, wenn es das da ist, dann war ich einfach nur blind und doof. Okay, das dürft ihr ja noch in die Kommentare schreiben. Marco, du bist blöd und dumm. Marco, du bist blöd und dumm. Genau. Genau das nämlich. Also, schreibt schon. Marco, du bist blöd und dumm. Scheiße. Hier klappt heute gar nichts mehr. Das war noch nicht mal ein Ich bin starker gerade. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es hier jetzt irgendwie weitergeht, aber. Okay. Muss ja nicht immer weitergehen. Wäre langweilig, wenn es immer das gleiche wäre, so von wegen Spielspaß. Ob ich jetzt starker genug bin, um die Türen aufzutreten? Ich weiß nicht. Ich verliere den Verstand. Das Dumme ist nicht mein, sondern euren. Marco, wo ist mein Verstand? Ja, das hab ich verloren. Was? Und alles so, nee. Und ich so, yay. Ich bin nicht verrückt. Was auch immer das war. Ich glaube, Lara stimmt mir da nicht zu. Aber es ist mir egal, Lara. Man muss sich auch mal gegen die Mehrheit durchsetzen. Ich bin nicht verrückt. Hörst du? Hörst du, da bist du taub. Da könnte doch auch was sein. So unwahrscheinlich das auch ist, aber na gut. Okay.
Hier ist allerdings nichts. Das ist einfach nur... Okay. Könnte ja sein, dass ein Grabräuber hier rein... Haha, versteht ihr? Lara, da sind die Gräber. Warum raidest du sie nicht? Moment mal, war da an der Seite gerade? Nee, ich hab mich verguckt. Mittlerweile habe ich schon Wahnvorstellungen. Was soll das hier denn? Es muss doch... Moment mal. War der Sarg da gerade zur Hälfte kaputt? Ja, aber wir können damit nichts anfangen. Vielleicht ist da irgendwie so ein Geheimgang in einem Sarg praktisch drin, wisst ihr? Dass man so einen Sarg aufschiebt und dann ist da ein Geheimgang. Das heißt, ich überprüfe jetzt auch noch alle Särge. So unwahrscheinlich das auch ist, um ehrlich zu sein. Aber na gut. Wenn es so einen Geheimgang gäbe, würde da ja wenigstens eine Hand, denke ich mal, auftauchen. Nichts. Ja, die da drin muss ich, denke ich mal, nicht überprüfen. Oh, ja, das ist schade, weil dann gibt es ja auch gar keine mehr zu überprüfen. Ja, hallo? Ich raste noch aus. Wir sehen uns gleich wieder. Hey Leute, ich habe es nun auf diese von unten unsichtbare Plattform... Nee, ich habe dieses Ding echt nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Auf diese war anscheinend von unten unsichtbar. Ja. Und ich dachte, es geht weiter. Darf ich kurz demonstrieren, damit ihr mir es auch glaubt? Ja. Okay. Das war dann Munition. Gibt es hier noch eine unsichtbare Plattform da drüber? Nee. Okay. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin nicht kurz vor dem Verzweifeln oder so. Ich frage mich nicht langsam, wie zur Hölle ich hier weiterkommen könnte oder so. Wenn das so wäre, wäre es natürlich sehr schade. Diese unsichtbare Mauer. Aber nee, das ist ja nicht so. Zum Glück. Weil ansonsten wäre ich jetzt kurz davor auszurasten, wisst ihr? Weil zum Glück bin ich das nicht. Moment mal. So. Ich dachte schon. Ich dachte schon, dass es... Hallo? Darf ich kurz? Okay. Ja, ich dachte ja nur, weil... Okay. Ja. Ich dachte ja nur, es ginge weiter. Ich sollte mal nicht so viel denken, was? Oh, guckt mal da. Da. Mal wieder ein Fragment des zweidimensionalen Paris. Seht ihr's? Ja, Leute, wir sehen uns dann irgendwann später wieder. Vielleicht. Oh mein Gott, Leute. Ja, ich weiß jetzt endlich. Das ist komisch. Wenn ihr auf meine Lebensanzeige kommt, guckt, die ist voll. Aber als ich gespeichert hatte, war die, glaube ich, leer.
Ich vermute da einen ziemlich cheatmäßigen Glitch, den man ausnutzen könnte. Ist jetzt aber nur eine Vermutung, also ich weiß es nicht. Zurück zum Thema. Badass Games! Danke. Mittlerweile frage ich mich, ob es noch Sinn ergibt, wenn ich überhaupt selbst spiele. Ja, es gibt eine Lösung, also es gibt doch einen Weg raus. Für die, die das bezweifelt hatten, ich war einer von ihnen. Wir müssen nochmal zurück in den eingezäunten Bereich. Das machen wir am besten, indem wir irgendwo hier drauf. Welches war denn das niedrige da? Okay, eingezäunter Bereich. Ach so, ja, ich muss erst auf das Haus daneben. Voll doof hier. Da ist ja der Weg raus. Und dieser Weg raus ist nicht ganz so auffällig, wie man ihn vielleicht sich erhoffen würde und stellt die ein oder andere Frage auf. Aber okay. Machen wir erstmal den Weg raus. Zack. Gehen wir hier hin. Das weiß ja jeder. Das sieht man ja total. Auf den ersten Blick sieht man das. Zack. Ist vollkommen offensichtlich, ne? Keine Ahnung, wieso ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Kann ich das Ding auch platt treten? Wirkt nicht so. Verletzt das mich überhaupt? Wirkt auch nicht so. Okay, ja, das ist anscheinend Bouchards Versteck. Wenn jetzt rauskommt, dass das Ding mich einfach nur in die Kanalisation geführt hat, wo ich schon in Folge 3 oder 4 oder was war's gewesen bin. Hallo? Ja. War nicht so ganz gelaufen, wie ich vermutet hätte. Aber ich hoffe einfach mal, dass das hier trotzdem noch richtig werden kann. Hallo, ihr kleinen Ratilans. Ihr tut mir doch nichts, oder? Ihr seid lieb. Ja. Ganz brav. So. Kann ich hier wieder hoch? Ja. Guck mal. Moment mal. Wir haben eine Ratte zertrümmert. Wie der Schwanz da rausguckt aus der Hose. Nein, aus dem Stein. Kann ich hier dann an der Seite entlang oder so? Nee. Aber wozu ist dann... Das bringt mir dann ja auch nicht so viel. Hm. War das gerade ein Hebel? Oder werde ich schon paranoid? Ja, das war ein Leiterstück. In der Tat, Marco ist paranoid. Aber man muss doch... Was? Klettern? Okay. Daran kann ich hochklettern. So, Lara. Nie wieder. Ich hasse. Du stehst gerade in der Luft, Lara. Ich wollte dich nur darüber informieren. Ich hasse Kanalisationen. Ich habe euch ja schon erzählt, ne? Zwischen den Folgen, warum das immer so lang dauert. Immer diese scheiß Kanalisationen. Stimmt, da konntest du hochklettern. Das war ja jetzt... Oh Gott. So, geht es jetzt hier an der Stelle irgendwie weiter oder muss ich nochmal zum Walkthrough? Kann ich vielleicht an der... Seht ihr das? Ja, okay, geht. Da unten die Ratte kann auch fliegen. Yay. Aber es ist schön zu wissen, dass die Pariser Kanalisation zum einen, genau wie die Stadt da drüber,
alle paar Sekunden auseinanderfällt. Und zum anderen sind überall alle Rohre offen. Und Wasser gibt es ja sowieso nicht. Okay, kletter darüber raus. Aber ich befürchte gerade etwas richtig Schlimmes. Okay. Okay, Lara. Lass dich bitte fallen. Jetzt da hoch. Danke. Ich befürchte gerade etwas richtig, richtig, richtig Schlimmes. Was richtig Mieses auch. Und zwar... Scheiße! Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder oben bin.